Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Argon Klappfahrrad Cruiser. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses wertige Klapprad für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem wertigen Klappfahrrad unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich stellen sich viele Leute erstmal die Frage, lohnt sich so ein Klapprad denn überhaupt? Kann ich nicht einfach ein normales Fahrrad erwerben? Und das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Der größte Vorteil von einem Klapprad liegt im einfachen Transport. Wenn du zum Beispiel gerne mal in ferne Gegenden fährst und da die Natur mit dem Rad erkunden möchtest, kann es ganz schön schwierig sein, ein Mountainbike oder so, ein herkömmliches, zu transportieren. Ein Klapprad kannst du einfach falten, sodass es in die meisten Kofferräume passt und dir eben auf Reisen ein sehr nützlicher Begleiter ist. Das ist also der wichtigste Aspekt in meinen Augen von so einem Klappfahrrad, der einfache Transport. Bei diesem Klappfahrrad hier hat mir das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein hochwertiges Klapprad zum fairen Preis erwerben kannst. In Sachen Qualität, hier schaue ich natürlich vor allem auf die Stabilität, macht es für mich einen sehr, sehr guten Eindruck, weswegen ich in der Tat für dieses schöne Klappfahrrad eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Muss aber nochmal betonen, der Vorteil liegt hier wirklich im einfachen Transport. Ich sehe auch viele Leute im Hafen immer mit so Klapprädern rumfahren, die auch ihr Klapprad dann einfach mit dem Boot mitnehmen, weil es sich so leicht transportieren lässt. Das ist auch einer der Vorteile. Aber wenn du jetzt zu Hause immer von dir bis zum Discounter oder einfach in deiner Region Fahrrad fahren möchtest, dann ist natürlich eher zum Beispiel ein BMX oder auch ein Elektrofahrrad für dich geeignet. So ein Klapprad, wie gesagt, der Vorteil liegt hier im Transport. Und ich bin der Ansicht, dass das hier auch in dem Fall gegeben ist. Ein schönes Modell, welches ich definitiv weiterempfehlen kann. Das Amazon-Angebot zum Klapprad werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Spaß bei deiner nächsten Radtour. Alles Gute, ciao.